Ja, mag ich nicht. Jo. Ich glaube, die anderen Quests müssen wir halt bei dem Typen abgeben selber. Also in, zurück ins Sanctuary müssen wir denn. Bist du soweit? Hm, ja. Mach ich mal Reise hier. Auf nach Sanctuary. Piep, piep. Oh, geil. Ah, da sind wir wieder. Wo ist denn jetzt der Typ hier? Ein Goldschlüssel. Ich finde, dass du mal so schnell bist. Ja, es ist auch. Das kommt dir doch auch zugute. Kannst du schon mal losrennen, die. Mir Medikits schnappen und Questbelohnungen einsammeln. Genau. Und all das. Du bist mein bester Freund. Mein bester Freund auf der ganzen Welt. Um Himmels Willen. Halt euch die Klappe. Guck mir gerade die beiden Besuchskis hier an. Warte. Die beiden Typen, die haben sich gerade unterhalten, die lallen wie sonst was. So. Mein Jäger, wie schön, dich wiederzusehen. Dank der gründlichen Niederlage, die du Captain Flint beigebracht hast, konnte ich das Southern Shelf verlassen und mich wieder der Arbeit an meinem Almanach widmen. Würdest du Hammerlock mir helfen? Hammerlock, ja, wenn er annimmt, ihm würde bis zur Veröffentlichung seines Almanachs ein besserer Name einfallen. Polymon ist trotzdem Mist. Aber mir fällt schon noch was Besseres ein, bevor mein Almanach erscheint. Ist klar. Na gut. Wir haben eine Belohnung zu Hause. Entweder eine ziemlich dumme Pappgun oder ein Schild, was zwar schlechter ist, aber es macht Explosionen schon. Mein Vater mich nach Pandora brachte. Ich war 6 Jahre alt und hatte mich in feiner Gesellschaft derb ausgedrückt. Vater hielt es für angemessen, mich hier einen Monat auszusetzen. Aber geile Mucke. Fehler klar zu machen. Anfangs war es hart, aber nachdem ich den 20. Skag gefügig gemacht hatte, gefiel es mir langsam hier. Zeit fürs Training. Ah ja. Das Fell wurde geliefert, du hältst eine neue Waffe. Dies ist für ein toller Tag, außer für die Bullymonks. Aber auf die sei geschissen. So, ich kriege einen Sniper. Na super, das ist aber nicht so toll. Ja, kann ich direkt mal wieder zum Waffenhändler laufen? Ich wünschte, TK Baha wäre noch am Leben. Ah, der gute alte TK Baha, den hat sie ja entschärft. Hm. Ja, die Boxen sehen so ein bisschen oldschool aus, die hier rumstehen. So aus Textur. Was? Hier hinten steht, ich habe die Anlage gerade gefunden, die hier die Musik macht im Club. Und die sieht natürlich. Oh. Die sehen ein bisschen alt aus. Ja, man kann nicht hochspringen. Das. Moxies. Da sind wir hier gerade. Ja. Oh, die Pizza, die es hier gibt, ist natürlich auch gar nicht mal so klein. If we had a peace lately. Wir werden sterben, stimmt's? Natürlich werden wir sterben, nur die. Was haben wir hier noch? Ein Voice Recorder. Ich klick mal. Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden die euch kalt lächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr 2 Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Zweitens, ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges. Etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, die Atlas Corporation euch nie gab. Roland, ist Roland Ende. Ja, so, schön. Was haben, können wir hier noch alles machen? Töte die Assassinen. Schwierigkeitsgrad normal. Oh, wir sollen noch irgendwelche Audiologs. Ach, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das hätten wir auch gerade, wo wir gerade waren, hätten wir es, glaube ich, machen müssen. Aber das ist jetzt. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal hin. Glaube ich zwar nicht, aber. Bau die Treibstoffzellen ein, haben wir das schon gemacht. Achso, sprich mit den Crimson Raiders. Ah, ja. Plan B ist für Level 7 und die andere ist für Level 8. Sind beide unterlevelig, aber wir müssen ja trotzdem mal weiterkommen hier in den Leveln. Wer bist du denn? Ich würde deswegen sagen, wir machen erstmal die Level 7 Quest. Weil. Was ist mit. Hm? Maja. Hast du das hier? Nee, vielleicht nicht mal. Hier ist Handsome Jack, erinnerst du dich? Ja. Meine Männer haben eure Banditenersch aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Dämmert's. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate. Kammerjäger, komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Verdammt, jetzt habe ich das unterbrochen. Na egal. Also Lilith war übrigens die Sirene aus dem ersten Teil und sie ist jetzt scheinbar tot. Schade. Na gut, dann werden wir die wohl nicht noch wiedersehen. Okay, Schwarzmarkt? Ah,
Schwarzmarkt, der Plan. Also eigentlich sollten wir dahin, wo ich gerade hingelaufen bin. Die wollten doch schon mit uns reden im Archiv, aber was soll's. Egal. Warte mal, dann kann ich ja das Audiolog nochmal, glaube ich, nochmal abspielen. Dann mache ich das einfach mal. Wo war denn das hier? Audiolog? Ich ahne, dass ich das nicht nochmal abspielen kann, wenn ich, nicht mal wenn ich will. Nö. Kann ich nicht. Nö. Nö. Entweder bin ich zu doof dafür oder ich finde es halt gerade nicht. Na gut. Ja, 1% mehr Nachladeschwindigkeit. Geil. Das erkennt man aus der Fahrt. Herausforderung war das gar nicht. Ja, mehr Platz im Rucksack. Ja, Bock hast mal geguckt, was es kostet. 8. Na gut. Mhm. Nee, dann hole ich mir erstmal eine Granate mehr und die nächste Granate kostet nur 8. Ja, klar, wird es wieder teurer. Und dann hole ich mir das gleiche nochmal für, glaube ich, für SMG oder für Sniper. Ja, Sniper habe ich nicht so richtig Mangel, aber SMG ist immer schnell alle. Um 180 erhöht das. Das ist doch schon nicht schlecht. Komm zurück! Fast alle. Ich bin so einsam. So einsam. Ja. Der Schwarzmarkthändler. Ja, das war doch im ersten Teil aber auch so. Da wurden die Dinger ja abartig teuer. Oh, ich hab das letzte Audiolog gefunden. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt. Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Ah ja. Gut. Dann gehen wir jetzt mal ins Stadtarchiv und gucken einfach mal, was da rumkommt. Ich ahne ja Schlimmstes. Dabei habe ich noch was zu verkaufen, was ich nicht brauche. Ja, habe ich die ganze Festbelohnung. Ja, mein vieles Waffen, Geld belastet mich ja immer. Der Mann weiß, wie er seine Ware an den Mann bringt. Immer eine Freude, dein Geld. Ich gerade für eine ausgerüstet? Na gut. So, öffne nicht möglich. Wo soll ich mit ihm hier reden? Wir zusammen sind die Crimson Raiders nicht aufzuhalten. Oh, Schlüssel zur Kommandozentrale. Aha. Okay, jetzt können wir hier die Tür aufmachen. Wer ist hier drin? Dr. Patricia Tarnes. Kenne ich nicht. Aber hier liegt ein Audiolog. Das können wir gleich mal anklicken, aber erst möchte ich mit den Leuten sprechen. Du Hallo. Musst nichts für mich tun, außer auf Abstand zu bleiben. Ich beiße nämlich. Im wahrsten Sinne des Wortes? Lass doch mal hier plündern. Oh, guck mal, hier sind Waschmaschinen. Also, man muss ja nicht mal mit richtigen Klamotten rumrennen. Jetzt. Na gut, so oft wie wir sterben und wieder geboren werden, ist das, glaube ich. Was haben wir hier? Ein Safe? Schade. Na, vielleicht ist das so eine Zwei-Mann-Tür. Nee, wäre auch doof für Singleplayer. Aber guck mal, ich habe Iridium gefunden. Ui. Ich weiß immer noch, wie das richtig heißt. Iridium? Und hier müsste doch eigentlich irgendwo der Safe sein, weil man kann ja irgendwie seinen Safe-Platz erhöhen, aber bis jetzt hat sich da für mich keinen Sinn ergeben, weil ich wüsste nicht mal, wo der Safe... Oh, ich glaube, ich habe den Safe gefunden. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Ein dickes Buch. Ja, schick. Ja, ich denke mal, wir werden... Oh, Salvador. Jede Menge Geld und... Ja, ich klicke da mal unten im Flur, im Eingangshalle, würde ich sagen. Klicke ich jetzt mal das Audiolog an. Mal sehen, was da rumkommt. Jetzt, wo du das Rolands Hauptquartier geschafft hast, solltest du nach Hinweisen suchen, die etwas über seinen Aufenthalt verraten. Abschluss, Rolands Kommandozentrale. Enter gedrückt. Oh, erhöht die Anzahl der Schusswaffen, die du ausgerüstet? Hey, SDU-Waffenausrüstungsslot. Das ist doch mal eine geile Belohnung. Wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt... Okay. Scheiße, den ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Oh, wir haben auch neue Questmöglichkeiten, sehe ich gerade. Oh. Bist du oben? Ja, ein Echo-Recorder. Vielleicht erhält er Informationen über den Aufenthalt von Roland. Das ist der Safe, der hat 8 Slots, aber ich sehe da gerade nicht so richtig viel Sinn, da irgendwas dran reinzupacken. Firehawk, komm zum Fastburn Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk? Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten.
Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Aha. Hat sich jetzt noch nicht so richtig geklappt wie der Firehawk, aber ich bin jetzt immerhin hier... Ey! Es hat immerhin ganze 6 Schuss Munition gebraucht, hier oben auf den Dächern rumzukraxeln. Cool. Ey, oben ist sogar noch mehr. Boah. Ungeahnter Reichtum. Oh. 4 Geld. Ja. Ja. Herrlich. Aber jetzt, genau, jetzt können wir nämlich auch mit den ganzen Leuten sprechen. Und zwar zum Bleistift auch mit... Claptrap? Hallo, Claptrap. Wenn du willst, wenn du willens bist, dir ein paar 100 Ärsche für ihn aufzureißen, hat Claptrap eine Überraschung für dich. Oh Gott. Zu mir! Dein Meister befiehlt es dir! Oh Gott, warte. Verdiene dir Zugang zu Claptraps Geheimversteck. Rede mit Claptrap. Alles klar. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gang. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Ja, finde das Versteck. Also am besten fand ich die 13.000 Steine. Also er meinte, es ist ganz weit weg von ihm, wo er nicht ist. Also wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Ja, wollte gerade sagen. Hm, guck mal. Ja. Aber ist nichts drin. Oh, Scheiße. Es sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt... Guck mal, was da oben für ein Leuchtschild ist. Claptrap Super Secret Stash. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Toll, da war nichts drin. Claptrap-Stüpperei hat dir Zugang zu seinem Geheimversteck verschafft. Wesentlich früher als erwartet. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Speziell die, die du benutzt. Verstehst du? Das ist zum Twinken von Items zwischen deinen Charakteren. Ah. Also, du kannst damit von. Du kannst hier deine Waffen reinpacken und dann kannst du auf dem anderen Charakter, den du spielst, ist die gleiche Waffe da auch drin. So, ich habe übrigens noch einen Audiolog gefunden, ich klicke das mal an. So, auch nicht. Nee, es ist doch kein Audiolog, es liegt hier nur rum. So. Och, Mann. Na, also, wenn du jetzt mehr als einen Charakter hättest, könntest du jetzt irgendwie deine Waffen, die dir jetzt zwar scheiße sind, aber wenn du einen zweiten Charakter machen willst. Naja, mäßig sinnvoll. Ich weiß ja nicht, wie viel Spaß man daran haben kann, Borderlands mit 20 Millionen Charakteren durchzuspielen. Ich schätze mal, spätestens morgen werden die Bewohner der Stadt ihn umbringen. Ja. Vielleicht noch heute. Ich verhungere! Hä? Ich will eure Babys fressen! Tja, das ist ein bisschen. Ja, gut, dann kann ich ihn nochmal vorlesen. Jetzt mach ich's doch versauen. Dr. Zed! Richtet keinen Schaden an. Ja, den hatten wir eigentlich schon mal, aber naja. Do not harm kann man irgendwie scheiße vorlesen. Was macht denn hier Klepter Beatboxing? Was soll denn das? Na gut, reden wir mal mit Ihnen. Hallo. Hallo, Dr. Zed. Suchst du Arbeit? Ich hätte da was. Allein beim Anblick dieser chirurgischen Instrumente. Zed braucht 20 Milliliter Badesserigkeit. Sofort! Hey! Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Okay. Also. Nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor, aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Fast. Oh, guck mal. Iridiumbruch tut richtig keinen Schaden an. Verdammt. Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Ach, Tennis. Ich glaube, das war die, die in Borderlands 1 in dieser einen Stadt erledigt? Welchen Job?
Ich weiß von nichts. Also, ich renne da mal zu Ten. Ich glaube, das war die. Wie hieß denn diese Stadt? Also, du warst ja am Anfang in Fire irgendwas. Und dann kamst du irgendwann nach New Haven? Ja, ich glaube nach New Haven. Da war, glaube ich, sie Boss oder so. Irgendwie so war das. Ich kann mich dunkel erinnern. Ist aber auch schon wieder verdammt lange her.